Ja, Dirks ist vollbracht. Ja, wie du sagst immer, die Janusköpfe, ein lachendes Weinesauge. Gregor Schlierenzauer nach dem ersten abgebrochenen Durchgang wäre raus gewesen und jetzt hat er gewonnen. Und er ist der Einzige, natürlich klar nach Oberstdorf, der die vier Springen gewinnen kann. Nein, wir sind haarscharf am Super-GAU vorbeigegangen. Ein Glück, dass die Jury dann noch so entschieden hat. Das wäre ein Skandal geworden, erster Güte. Und das war die einzig richtige Entscheidung. Und jetzt ist kein falscher vorn, dass Schlierenzauer nun so weit vorne ist. Das dämpft möglicherweise den Spannungsbogen der Tournee ein wenig. Aber wer weiß, das kann in Garmisch-Partenkirchen und in Innsbruck, Bischofshofen. Also der Schein kann manchmal trügen. Wir wollen mal nicht hoffen, dass das eintrifft. Dass das Wetter jetzt verrückt gespielt genug hat. Ja. Da hast du mich missverstanden. Es kann passieren, dass es den Gregor auch noch ein bisschen durchschüttelt und dass er, dass der Vorsprung gar nicht mehr so sicher ist, wie er scheint. Ja, aber ansonsten muss man sagen, du hast doch wieder ein spannendes Springen. Also bis zuletzt, auch wenn Andreas Kofler hat da noch ein paar Probleme gehabt unten beim Flug. Also war nicht alles rund, aber ansonsten wirklich ein spannendes Springen. Auch mit den deutschen Platzierungen können wir, denke ich, zufrieden sein. Auch wenn der Abstand vielleicht ein bisschen groß ist zum Gregor Schlierenzauer, aber Severin Freund 4., Stefan Hocke 8., Richie Freitag 10., 300 Top 10. Ja, absolut richtig. Ich habe noch ein Bedürfnis, dem Tom Hilde wahrscheinlich auch im Namen unserer Zuschauer alles Gute zu wünschen. Das war natürlich, eine Eintrübung des ganzen Unternehmens, aber es zeigt einmal mehr, diese Sportart ist nicht ungefährlich. Ja, und wir werden natürlich da dranbleiben und morgen dann auch davon berichten und Wir haben eine Chance, den Walter zu sprechen. Sollen wir mal graue Haare bekommen heute? Eigentlich nicht, weil ich muss dem OK gratulieren, der Schanzencrew, die am Anlauf und im Aufsprung gearbeitet haben, haben eine sensationelle Leistung geboten. Das war die Voraussetzung, dass wir überhaupt bei diesen Bedingungen etwas zustande bringen konnten. Und als Zweites muss man den Athleten gratulieren, die das mitgemacht haben. Aber es war schon schwierig. Aber es war letztendlich, glaube ich, sind alle belohnt worden mit einem zweiten Durchgang und das war okay. Ein Glück, dass ihr diese Entscheidung so getroffen habt. Okay. Ja, gut, machen wir Schluss. Okay, wir müssen uns auch auf den Weg machen. Morgen geht es ja schon weiter. Garmisch-Partenkirchen und ich wünsche euch weniger Sorgen.